Gut, werden wir da mal starten. So Leute, ich mache heute wieder so eine Art FAQ-Video. Und zwar, es geht. Ich wurde gefragt, warum ich auf meinem Kanal grundsätzlich, sag ich einmal, keine Fortnite-Videos mache oder produziere. Nun, der Grund ist ganz einfach, er liegt auf der Hand. Erstens einmal machen das die Leute, die, naja, sagen wir mal so, klickgeil sind. Oder die mal GTA gemacht haben, wie Fraps, der abogeil geworden ist, leider Gottes. Der sich leider Gottes komplett vom GTA verabschiedet hat. Noch vor einem Jahr, muss man dazu sagen, war er sehr, sehr gehypt von dem GTA, hat immer relativ gute Videos auch rausgebracht und auch gute Informationen. Es war nicht so, dass er nicht unbedingt schlecht informiert war oder das, ja. Er hat auch relativ gute Tipps immer gegeben, aber er hat sich komplett von GTA zurückgezogen. Ich meine, ich schimpf niemanden, ja. Aber es gibt eine Community, die sagen, er ist kein Ehrenmann mehr. Er hat die Community verraten. Ja. Er hat auch sogar auf Social Media einen sort Crew gehabt, von dem er sich auch in einer gewissen Form und Weise, sag ich einmal, verabschiedet hat, weil mittlerweile gehört ihm ja die Crew auch nicht mehr. Die hat er seinen Kollegen gegeben, ja. Ich meine, ich könnte jetzt natürlich genauso Minecraft-Videos machen oder eben wie ich angesprochen wurde, Fortnite-Videos, nur bringt mir Fortnite nichts. Ja. Ich sehe in diesem Spiel von Fortnite nicht irgendetwas. Ja, also ich sehe keinen Sinn in Fortnite. Ja. Jetzt sagen viele, naja, du spielst ja nur GTA 5 oder Tennis oder das Tennis World oder dann spielst du auch andere Spiele. Da kannst du mal ein, zwei Fortnite-Videos machen. Nein, Leute. Es muss mir auch Spaß machen. Ja. Es muss. They might think we're being big brash assholes, but now they'll all know about the club too. Good work. Es muss mir auch in einer gewissen Form und Weise Spaß machen. Und GTA ist halt eines meiner Lieblingsspiele geworden in den letzten 2 Jahren. Und ja, ich spiele ja eigentlich auf meinem Kanal nur die Spiele, die was mir eigentlich Spaß machen. Nicht weil ich abogeil bin oder Clickbait geil oder was auch immer. Sicherlich könnte ich zum Beispiel mit Fortnite anfangen oder mit Minecraft. Minecraft geht noch immer. Ja, auch ein Hype. Aber warum sollte ich? Ja. Ja, also es muss mir ja auch Spaß machen. Nur Minecraft, die ewige Bauerei oder Landwirtschaft, Wirtschaftssimulator oder
Überhaupt die Simulatorenspiele gehen unheimlich auch gut, habe ich gesehen bei YouTube. Aber es muss mir Spaß machen. Es muss mir dann. Und es. Ich weiß nicht, Fortnite, das ist ja so ein Spiel, wo ich sage, das ist ja für einen Fünfjährigen was. Ja, also. Es soll mich schon auch mit 44 noch ein bisschen fesseln. Ja, also es muss mir auch noch mit 44 Jahren noch sagen, ja, das ist mein Spiel. Ja, aber Fortnite bringt mir nichts. Das ist ein Spiel, ich sage einmal, für Kleinkinder. Ja, ich meine, sicherlich ist GTA 5 natürlich auch nicht das. Aber es ist, taugt mir. Also, ich kann oft 8 Stunden, 10 Stunden GTA spielen und sage, ja, jetzt, das, ich habe da was weitergebracht. Aber bei Fortnite, ich weiß nicht, das bringt mir nichts. Ich gestehe es, ich habe einmal 2-3 Stunden gespielt bei Fortnite, aber jetzt ganz ehrlich, nach 3 Stunden habe ich mich gefragt, um was geht's da eigentlich? Ja, um was geht's da eigentlich? Ja, dass du ein Geschütz aufbaust, ja, ist mir schon klar, dass du die ganzen Felder umhaust und bla bla bla. Ja, und hin und wieder schaust, dass du Waffen so zusammenbaust, aber um was wirklich geht, bin ich nach 3 Stunden nicht aufgekommen. Schreibt es einmal selber in die Kommentare. Aber mir bringt Fortnite nichts. Also ich bin zwar angeschrieben worden, warum gibt es auf meinem Kanal keine Fortnite-Videos? Weil es mir nichts bringt. Der Kick fehlt mir da einfach. Es fehlt mir einfach der Kick. Und es muss bei mir der Kick auch da sein. Und wenn der Kick nicht da ist, bringt es nichts. Also, das ist eben. Also, das ist. Wenn der Kick nicht da ist, kann man das leider Gottes. Kann man nichts machen. Also da fehlt mir einfach der Kick. Also, und daher wird es auf meinem Kanal keine Fortnite-Videos geben. Also, Minecraft genauso nicht. Also, bei Red Dead, wurde ich auch gefragt, magst du Red Dead Redemption 2? Na, das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema, meine Damen und Herren. Das ist halt. Klar, werde ich Red Dead Redemption machen. Wer würde das nicht machen? Aber nicht, weil ich jetzt klickgeil bin. Ja, oder abogeil. Ja. Weil es mir einfach Spaß macht. Ich meine, ich freue mich schon wie ein kleines Kind eigentlich auf das Spiel. Ich freue mich eigentlich schon wie ein kleines Kind auf das Spiel. Ich kann schon gar nicht mehr warten, bis es rauskommt. Ja. Und. Tja. Ich muss sowieso schon Platz machen auf meiner Playstation, weil das hat ja enorm viel Gigabyte. Haben wir ja festgestellt, aber da haben wir schon gehört. Ah ja, ich habe mir einen neuen Club gekauft. Ich habe den Club gewechselt. Wenn ihr den Club wechselt, müsst ihr die Güter komplett auf Null haben. Ja, auch eine kleine Randinformation. Hey, yeah, so I kind of promised Tony I'd get some famous people in, but no one's answering my texts. We're not cool enough, all right? We've got to make do with a couple of D-list influencers for now. Go pick them up, bring them in, and you know, hopefully the celebrities will follow. Wie gesagt, man kann den Nachtclub genauso wechseln wie einen Bunker oder eine Basis. Ja. Du müsst hier eben
Die Güter sind übrigens das Lager komplett auf Null haben. Erst wenn sie es komplett auf Null habt, ja, könnt ihr den Nachtclub wechseln. Das habe ich getan, das habe ich getätigt. Ja, ich habe meinen Nachtclub gewechselt. Ihr kriegt die Differenz, was das kostet, natürlich selbstverständlich zurück. Schreckt euch bitte nicht, ja, dass ihr wieder die Verbesserungen und das wieder kaufen müsst. Ja, bei dem Wechsel, bei dem Club. Aber ansonsten könnt ihr ohne weiteres die Nachtclubs wechseln. Ich würde das jetzt da ein bisschen ausnutzen, weil momentan noch Aktionen da sind. Aktionen auf den Nachtclubs. Ja. Das würde ich gegebenenfalls bei dem Aktionszeitraum ausnutzen, ja, und zuschlagen. Ja. Zuschlagen, um dass es dann nicht zu spät ist. Also wie gesagt, ihr könnt Nachtclub ohne weiteres wechseln, nur muss das Lager auf Null sein. Aber wirklich komplett auf Null. Weil wenn ihr nämlich noch Kisten oder irgendwas habt noch, oder Vorräte, steht Kauf fehlgeschlagen. Ja. Also das heißt, wenn ihr zum Beispiel nur eine einzige Kiste habt, ja, steht Kauf fehlgeschlagen. Also bitte gebt es nicht auf, seid nicht zermürbt, dann müsst ihr leider Gottes alles verkaufen, bis dann endgültig auf Null ist. Und dann eben auf einen anderen Club wechseln. Ich habe gewechselt um ein paar hundert Meter, weil das war, ist in der Nähe von meinem Büro, neben der Messbank. Ja. Ihr übernehmt eigentlich nichts. Ihr übernehmt eigentlich nur lediglich die Lagerhallen. Also die Lagerhallen bzw. die Untergeschosse. Ja, also wenn ihr 5 Untergeschosse genommen habt, bleibt die. Oder 5, also für 5 Garagen bleiben auch. Alles andere müsst ihr wieder neu erwerben. Ja, ist zwar leider ein bisschen, naja, Rockstar-Logik. Ist zwar Rockstar-Logik, aber naja. In einer Weise wissen sie ja eh, wie sie das Geld wieder zurückholen. Auf der einen Seite geben sie es uns, aber auf der anderen Seite nehmen sie es uns eh wieder, auf der anderen Seite doppelt und dreifach weg. Also nicht schrecken, wenn ihr plötzlich, wenn ihr den Nachtclub wechseln wollt, ja, was ja möglich ist, dass ihr diverse Sachen wieder kaufen müsst. Ja. Eben wie gesagt, ihr übernimmt nicht den Nachtclub 1 zu 1. Also nicht glauben, ah, warte, jetzt tue ich den Nachtclub wechseln und ihr übernehmt das 1 zu 1. Nein, nein. Das ist bedauerlicherweise nicht so. Da hat Rockstar echt gesorgt, dass es nicht so ist. Ja. Aber ihr könnt jederzeit, so wie bei Bunker und Basis, den Nachtclub wechseln. Nur wie gesagt, nicht schrecken, dass der Nachtclub nicht 1 zu 1 übernommen wurde, dass ihr es dann trotzdem noch hinein investieren müsst. Ja. Wie gesagt, ihr müsst die Beleuchtung wieder neu machen, die Dekoration neu machen. Ja. Okay. Neu machen, dann die Tänzer und das Trockeneis wieder. Die Differenz bekommt ihr natürlich selbstverständlich wieder
selbstverständlich zurück. Ja. Wie gesagt, die Nachtclubs selber, die bleiben eh alle gleich. Die Innenausstattung, aber wie gesagt, ich wurde gefragt, ob man den Nachtclub wechseln kann. Ja, kann man, nur nicht schrecken, wenn plötzlich alles neu investiert werden muss. Ja. Nein, wird nicht 1:1 übernommen, ja, weil viele haben gesagt, das wird eh 1:1 übernommen. Das ist ein Aberglaube, leider Gottes nicht. Ja, leider nicht. Wie gesagt, das Einzige, was 1:1 übernommen werden, sind, wie gesagt, die Untergeschosse. Diese hier, die Untergeschosse, die werden 1:1 übernommen und natürlich auch die Garagen. Aber alles andere müsst ihr neu hinein investieren und genauso die Verbesserungen, ja, müssen neu erworben werden. Ja. Und die Beliebtheit ist natürlich im Keller. Also die ist komplett auf null. Also die Beliebtheit ist da komplett null. Ja. Mittlerweile habe ich 4 Millionen gemacht. Gesamtverdient 84. Das wird natürlich die Jobs und die Einkünfte, die werden natürlich 1:1 übernommen. Kein Thema. Aber ich sage, die Verbesserungen müsst ihr leider Gottes wieder neu kaufen. Ich habe schon gekauft. Ausrüstung eben, müsst ihr neu kaufen und dann kann es schon losgehen. DJ oder was bleiben gleich. Also die, das war ja Wahnsinn. Also die Preise für 10.000 oder was, die bleiben. Also nicht, dass ihr jetzt glaubt, was ich mit den DJ, muss ich da jetzt wieder 100.000 oder die DJ-Missionen machen. Naja. Nein, die braucht es nicht machen, die bleibt gleich, Gott sei Dank. Ja. Aber ich sag, die Beliebtheit ist im Keller. Die müsst ihr wieder machen, die müsst ihr auch wieder kaufen. Ja. Gut. Aber wie gesagt, ihr könnt ohne weiteres den Club wechseln, nur muss da 0 sein. 0. Gesamtvorhalt 0. Und auch 0. 0, 0. Dann geht es. Ja. Ja. Nein, weil ich gefragt bin, ob ich den Club auch wechseln kann. Gut, wie gesagt, das Fortnite an den Poster, der mich angefragt hat. Nein, es wird keine Fortnite-Videos geben. Ob ich Privatspiele außerhalb von YouTube sei mir überlassen. Weil außerhalb von YouTube spiele ich andere Spiele. Ja. Die wahrscheinlich. Naja, keine Sau interessiert, weil ich bin eher der, was ältere Spiele spielt. Der, was auch ältere Spiele spielt, die was keiner Sau mehr interessiert, sag ich einmal. Die, was schon mittlerweile, naja, 10, 15 Jahre alt sind. Und ich glaube, wenn man keinen Spaß mehr haben an den Spielen, ja, das sind ältere Adventure-Spiele, ja, und die werden da auf YouTube nicht mehr so ziehen, glaube ich, weil, wie gesagt, gut, wie gesagt, Red Dead Redemption 2 ist ein anderes Thema. Ja.
Da wird sowieso YouTube explodieren. Ja. Okay, we're losing customers. Sowieso YouTube explodieren. Ja, an den Tag freue ich mich schon, wenn es hier rauskommt, überhaupt das Red Redemption. Ich glaube, da wird der Server von YouTube überlastet sein, weil manche werden sie wahrscheinlich gar nicht mehr erwarten können. Sobald sie es in die Finger haben, werden sie es wahrscheinlich schon spielen, das Red Redemption. Aber freilich, ich werde genauso diese Spiele spielen, das Red Dead Redemption. Ja, ich freue mich schon wie ein kleines Kind. Aber das am besten wäre es ja schon, wenn es morgen rauskommt. Ja, ich habe es ja schon seit über einem guten Jahr oder gute 8 Monate bei Amazon vorbestellt. Also am besten wäre es mir, wenn es Amazon schon morgen liefert. Dann wurde ich gefragt, wenn dann Red Dead Redemption rauskommt, werde ich GTA 5 vernachlässigen? Nein! Nein! Das ist das genau das, was manche YouTuber dann falsch machen. Das einmal auf die Seite legen, sich auf Red Dead Redemption 2 sich konzentrieren, weil sie der Meinung sind, okay, das ist jetzt der Hype. Ich muss ganz ehrlich dazu sagen, warum soll ich wegen dem da das auf die Seite legen? Nur wer das jetzt rauskommt, nein, ich will das genauso weiterspielen. Ich will genauso Videos weitermachen. Ich will genauso mit meinen Kumpels das da genauso spielen. Klar wird es dann eine Zeit dann geben, wo wir dann sagen, okay, wir werden das jetzt suchten. Das Red Redemption, das ist klar. Das ist natürlich logisch bei jedem neuen Spiel. Ja. Aber wir werden das natürlich suchten. Aber wir werden auch versuchen, eben dann auch eine Zeit auch für GTA 5 zu schaffen. Ja, also ich will genauso das wie GTA 5 die Story Modus auf Red Dead Redemption hier auf meinem Kanal machen. Ja. Und werden deine Videos in Zukunft wieder kommentiert kommen? Das weiß ich noch nicht. Das ist ein Problem. Was ich, ehrlich gesagt, muss ich dazu sagen, ist eigentlich eine gute Frage, weil viele sagen, warum kommentierst du nicht mehr oder was ist geschehen oder warum jetzt ohne Kommentare oder warum sagst du nichts mehr bei den Videos. Es ist so, es ist war heuer so, dass vieles geschehen rund um ein Video. Das heißt Lula 3D und ich bekam da auch einen Strike, was auch, muss ich heute dazu sagen, ja, war ja eigentlich rechtfertig. Ja, es war nicht schön, was ich da bei den Videos gemacht habe bei Lula 3D. Ja. Oh gut, dieses Video war 5 Jahre alt, das war vor 5 Jahren, 2013, 2014, also vor 4-5 Jahren habe ich das auf YouTube hier hochgeladen. Ich persönlich habe die Videos nicht mehr. Ich habe es ja auch von meinem Computer gelöscht, weil ja, immer nicht mehr drüber. Aber wie gesagt, dass man mich gleich da streiken muss, oder habe ich mir auch nicht gerade, hätte einer anschreiben können, bitte löscht die Videos, oder
Dadurch ist es mir nicht möglich, auf meinem Kanal zurzeit live zu streamen. Ja, diese Funktion habe ich momentan nicht. Ich hoffe, ich bekomme sie wieder. Wäre ja mal schade. Eigentlich war nicht geplant, dass ich einen Zweitkanal mache. Aber dadurch habe ich müssen leider einen Zweitkanal aufmachen. Der heißt Darkman. Beziehungsweise war auch die Flucht teilweise zu Twitch. Ja. Was ich auch für schade finde, dass man zu Twitch dadurch wechseln muss. Aber gut, es ist halt leider Gottes in der Community oder in der Bestimmung halt leider so vorgesehen, wenn man obszöne Sachen macht, dass das gemeldet werden muss. Heute muss ich sagen, okay, Schwamm drüber. Okay, es war eine unschöne Zeit, war ich vielleicht ein bisschen blöd drauf, ja, aber man hätte es auch anders machen können, mir anschreiben können. Ja, okay, lösch die Videos erst. Oder die waren nicht schön. Ja, also die hätten wir anders anlösen können. Aber wie gesagt, das ist halt leider YouTube. Dann waren wir auch, wie gesagt, durch eine Cheat-Hilfe bei Larry. Ja, sind mir die Larry-Videos gelöscht worden. Naja, schwuppdiwupp hast halt dann halt leider Gottes an die Zuschauer Klicks natürlich Unmengen verloren. Ich sag, die war schon fast auf 1 Million um. Ja, fast, sag ich. Und ja, durch diese Lula-Videos, die relativ viele Klicks gehabt habe, oder Aufrufe, wie man sagt, bei YouTube, ja, das waren fast immer im Schnitt 300.000 Aufrufe oder bis zu 500.000, ja, Aufrufe, habe ich in binnen kurzer Zeit, also mit Larry und Lula 3D, fast 800.000 Aufrufe verloren. Ja, und als ich dann das gesehen habe, resümetisch gesehen, habe ich dann irgendwas bei 180.000 Aufrufe gehabt, also das ist natürlich schon ein Schock des Lebens. Ja, aber wie gesagt, das ist, ich verdiene nichts mit YouTube, absolut nichts, nada. Wenn ich was verdient hätte, wäre das natürlich schon ein gewaltiger Finanzeinbuße. Ja, also wenn man bedenkt, 800.000 Zuschauer zu verlieren in 5 Minuten, wenn man bedenkt, wenn man die Videos löschen muss und man ist davon abhängig. Ne? Naja, wäre natürlich momentan ein ganz schöner, kräftiger Verlust gewesen. Wäre vielleicht auch noch machbar gewesen, aber wie gesagt, das ist, wie gesagt, schade, dass sich so YouTube entwickelt hat, dass man, wenn ein Spiel hypt, gerade das spielen muss, was hypen tut, und obwohl es dir gar nicht Spaß macht. Weil so viele Videos wie auf GTA macht er ja gar nicht mehr, der Fraps von Fortnite. Und wie gesagt, ich verstehe ihn nicht. Aber wie gesagt, ich schimpfe niemanden, weil viele haben gesagt, er ist kein Ehrenmann mehr, er ist ein Verräter. Ich finde, es soll jeder das spielen, was ihm Spaß macht. Ja, wenn er sagt, okay, es macht ihm jetzt momentan halt
Das macht ihm halt Fortnite besser Spaß, na dann soll er halt Fortnite weiterspielen. Alright, we've got that Bahama Mama's business. Now let's hope that Uncle come here wearing Hawaiian shirts and sandals. Wie gesagt, ich hab gerade das letzte Fahrzeug zerstört. Die Aufnahme hat gerade aufgehört. Aber wie gesagt, das ist halt meine Meinung über das Ganze. Und ich hoffe, ihr seid nicht böse, wenn es auf meinem Kanal keine Fortnite-Videos gibt. Also darum, wir müssen mal reden. Video halt einmal. Und FAQ-Video. Ja. Ach, Gefängnisausbruch könnte ich selber machen. Aber wie gesagt, das ist. Eben die, was abogeil sind oder geek geil, sind bestens aufgehoben bei Fortnite. Also, wenn ihr von heute auf morgen Abos braucht, dann beste ist, macht Fortnite-Videos. Ja. GTA 5 ist nicht mehr so in Mode, aber wenn es wirklich abogeil seid, spielt es Fortnite. Das, da habt ihr innerhalb von wenigen Stunden ja, Abos zum Saufordern. Aber wie gesagt, das habe ich eigentlich nicht unbedingt notwendig. Irgendwie notwendig, weil ich denke, es soll mir auch Spaß machen. Ja. Also, und wie gesagt, ich habe persönlich Fortnite einmal 2-3 Stunden gespielt. Aber es macht mir, nach 3 Stunden habe ich mich gefragt, Alter, um was geht's da eigentlich? Ja, also, weiß eigentlich wer, wo es da geht. Und natürlich, ja, du spielst ja aber auch GTA und hin und her. Gut, bei GTA weiß man wenigstens, was man tut. Ja. Aber bei Fortnite. Wie gesagt, schreibt es einmal in die Kommentare. Ja. Würde es einmal eurer Meinung interessieren. Ja. Würde mal eure Meinung interessieren. Und ja, ich werde jetzt da die Verbesserungen noch anfühlen und dann eben auch schlafen gehen. Aber wie gesagt, okay, hat jeder seine eigene Meinung. Duty free. The buyer wants this stuff dropped on a barge out at sea. You'll drive the goods to the rendezvous point and airlift it over there. You can fly, right? I really hope so. Wie gesagt, es hat jeder seine eigene Meinung. Und ja, schreibt es einmal unter die Kommentare, was das eigentlich so ist. GTA noch eines der bestgespielten Spiele oder ist er schon wieder Fortnite? Ja. Oder was gefällt dir an Fortnite besser als wie in GTA? Ja. Also es ist halt leider, ich habe das Fortnite wie gesagt 3 Stunden gespielt und habe nach 3 Stunden nicht gewusst, was ich da gespielt habe. Also das ist halt, möglicherweise habe ich es nicht richtig, vielleicht nicht richtig gespielt. Würde mir jetzt auch einer vorwerfen. Ja. Aber wie gesagt, ein Spiel muss mich fesseln. Ein Spiel muss mich von der ersten Minute an kicken. Das heißt, da muss der Kick da sein. Und wenn der Kick nicht da ist, dann. Tja. Aber gut, ich werde euch jetzt nicht mehr länger aufhalten, weil das Video ist eh schon bald 40 Minuten lang. Aber wie gesagt, das ist halt. Weil ich also gefragt worden bin, das und jenes. Wie gesagt, der Nachtclub
Ja, kann man wechseln. Wie gesagt, auf Null alles. Die Kisten müssen auf Null sein, weil sonst wird fehlgeschlagen stehen. Also nicht verzweifeln, es geht. Man kann ja Bunker und Basis auch wechseln. Nur dort ist es halt einfacher, da zieht man einfach um. Ja, aber da bei Nachtclub ist es ein bisschen komplizierter. Ja. Ist halt leider Gottes so, Rockstar-Logik, was soll man machen? Ja, aber man kann ohne weiteres, wie gesagt, den Nachtclub wechseln, so wie Basis oder Hänger oder Bunker. Ja, da muss man halt auf diese Dinge nicht achten. Wie gesagt, das gilt also das, was ich jetzt mache, muss auf Null sein. Null Lagerstand, 0 Euro. Dann kann man wechseln. Würde ich jetzt ausnutzen, solange der Aktionszeitraum ist. Ja. Momentan sind noch Aktionen oben. Und nein, wird nicht 1:1 übernommen. Hey, I've got an update for you. Bedauerlicherweise leider nicht. Bedauerlicherweise leider nicht. Ja. Verbesserungen müsste es leider wieder dazu kaufen und alles andere ebenfalls auch. Das wird jetzt wieder da lustig werden. Wie gesagt, ihr bekommt dann die Differenz rückerstattet. Also nicht schrecken. Nicht schrecken, wenn ihr in euren. Ah, Scheiße. Moment. Okay. Okay, jetzt blamiere ich mich. Wie gesagt, nicht schrecken, wenn ihr das nicht 1:1 übernehmt. Ja. Den Nachtclub, wie gesagt, ihr müsst die Verbesserungen wieder kaufen, dann die Innenausstattung leider Gottes auch wieder. Ist ein bisschen komplizierter als beim Bunker und bei der Basis. Ja. Aber wie gesagt, die Möglichkeit besteht. Um die Bunker-Missionen habe ich schon. Scheiße! Und das Auto. Ja. Wie gesagt, nutzt es aus.
momentan die sogenannten Nachtclub suchen. Ich lande noch kurz momentan, bevor du. Hey, hey, you made the sale. You got the money running through the tills, and in a minute you'll have receipts for everything. Minus the laundering fee, of course. Wie gesagt, nutzt es momentan aus. Hier noch einmal die Maze Bank. Und wie gesagt, die Nachtclubs, die momentan in Aktion sind. Ja. Ja, ihr könnt jederzeit wechseln. Nur wie gesagt, muss der Lagerstand auf Null sein. Ich habe zuerst diesen gehabt, den Vekabucci, und bin gewechselt auf diesen, Del Boro, weil da in der Nähe mein Büro war. Da in der Nähe. Und auch mein Clubhaus. Ja, auch die Clubhäuser, glaube ich, sind in Aktion. Ja, auch die Clubhäuser. Und auch die Hangar. Ich weiß gar nicht, ob die Basis. Nein, die Basis sind diesmal nicht in Aktion. Die Bunker war sie momentan auch nicht unbedingt. Die Bunker sind auch in Aktion, also schlagt's zu, momentan. Wenn ihr sagt, okay, ich habe den falschen Club gekauft, ich will einen anderen Club, dann bitte schlagt's in diesen Aktionszeitraum zu. Also das heißt, wenn ihr wechselt, wie gesagt, der Nachtclub-Stil müsst neu machen, Beleuchtung. Der Name bleibt, der Lager und die Garagen übernehmt es 1:1. Dazu kaufen müsst leider wieder die Tänzer und das Trockeneis. Also ihr übernehmt lediglich nur das Lager und die Garagen 1:1. Ja. Alles andere und den Namen. Den Namen, also diese drei Sachen übernehmt es 1:1. Ja, aber alles andere wie Licht und Stil und Tänz und Trockeneis müsst ihr leider wieder neu kaufen, beziehungsweise auch die Verbesserungen. Gut, ich hoffe, dass alles klar ist. Und ja, ich verabschiede mich jetzt. Gut, tschüssi, ciao.